Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. 1981 geboren, gehöre ich mit 35 Jahren zu der Generation, die fast nichts anderes kennt als ein geeintes Deutschland und ein geeintes Europa. Eine Art Insel der Glückseligen, auf der Frieden, Freiheit und Sicherheit für alle und für die nachfolgenden Generationen von Kindesbeinen an selbstverständlich ist. Rückblickend kann ich mich nicht erinnern, dass wir in den letzten Jahren eine Phase hatten, in der Krisen, Konflikte und Kriege so wahrnehmbar nah an Europa herangerückt sind wie gegenwärtig. Gleichzeitig eine Phase, in der Globalisierung und Digitalisierung in unserer Gesellschaft immer schneller voranschreiten. Eine Phase, in der sich derart viel und schnell verändert, dass diese enorme Schlagzahl viele Menschen in unserem Land verunsichert. Gerade deshalb ist es so wichtig, Sorgen ernst zu nehmen und gleichzeitig ein Signal der Verlässlichkeit und der Stabilität für die Zukunft zu senden. Und genau das tun wir. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch den Kollegen Fuchs auch entsprechend unterstützen. Mir geht es genauso auf den Zeiger, dass hier alles permanent, insbesondere die Erfolgsbilanz in diesem Haushalt, so schlecht geredet wird. Denn viele haben hier in diesem Haus ein Anerkennungsproblem mit der Leistung und in dem Zusammenhang letztlich auch ein Kommunikationsproblem und nichts anderes. Deutschland geht es wirtschaftlich so gut wie nie. Rekord Erwerbstätigenzahl, niedrigste Arbeitslosenquote seit der Wiedervereinigung, gleichzeitig steigende Reallöhne und Renten. Dazu seit 5 Jahren ein gesundes Wirtschaftswachstum, das sich auch in diesem und im kommenden Jahr fortsetzen wird. Diese Erfolgsgeschichte müssen wir zusammen nicht nur weiterschreiben, sondern vor allem die Menschen in unserem Land dabei weiterhin mitnehmen. Wir dürfen nicht müde werden, das zu betonen. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe, um denjenigen keinen Zentimeter Raum zu geben, die nur deshalb, nur aus Angst der Menschen Kapital schlagen wollen und an entsprechenden Lösungen überhaupt kein Interesse haben. Gradmesser, ob die richtigen Weichen gestellt werden, ist in jedem Jahr der Bundeshaushalt und die mittelfristige Finanzplanung und eben auch besonders der Wirtschaftsetat. Für mich als junger Abgeordneter stehen dabei 2 Punkte im Mittelpunkt. Die Zukunftsfähigkeit und damit verbunden auch die Generationengerechtigkeit. Ganz grundsätzlich ist es wichtig, dass an dem Credo keine neuen Schulden in diesem Zusammenhang festgehalten wird. Und das ist keine Demonstranz, sondern das ist ein aktiver Beitrag zur Generationengerechtigkeit in unserem Land. Unserem Bundesfinanzminister Schäuble kann ich in diesem Zusammenhang für seine Beharrlichkeit und für seine Arbeit nur Danke sagen. Das ist eine enorme Leistung, die Sie in diesem Zusammenhang verbracht haben. Zudem werden die Länder und Kommunen bis 2020 in Milliardenhöhe entlastet, so stark wie noch nie. Es werden Rücklagen geschaffen, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten handlungsfähig zu bleiben. Gleichzeitig werden Spielräume eröffnet, um weiter kräftig in die Zukunft unseres Landes zu investieren, und zwar in allen Bereichen. In Infrastruktur, in Bildung und Forschung, in innere und äußere Sicherheit. Und das so intensiv und so hoch wie in keinem anderen EU-Land. Das ist auch etwas, was man einmal unterstreichen kann. Einem Land und seinen Menschen geht es aber in diesem Zusammenhang immer nur so gut, wie es die wirtschaftliche Basis im Land erlaubt. Dass wir starke Unternehmen und eine solide Wirtschaft haben, das ist kein Geheimnis. Im Export sind wir Spitze, und das IFO-Institut hat in seiner aktuellen Prognose sogar prognostiziert, dass wir China als Exportweltmeister ablösen werden. Um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen aber auch weiterhin die richtigen Anreize gesetzt werden. Dem trägt dieser vorgelegte Haushalt für Wirtschaft und Energierechnung. Rund die Hälfte des Gesamtetats kommt dabei direkt der Wirtschaft zugute. Besonderer Schwerpunkt ist die Technologieförderung und die Digitalisierung der Wirtschaft. Bei dem derzeitigen enorm schnellen Wandel müssen wir unsere Unternehmen beim Übergang zur oftmals jetzt auch schon angesprochenen Industrie 4.0 bestmöglich begleiten. Das wird uns langfristig Wettbewerbsvorteile sichern, da bin ich sicher. Entscheidend ist darüber hinaus, inwieweit wir in der Lage sind, junge Unternehmen in unserem Land und ihre innovativen Ideen hier zu binden. Und Gründungen und erfolgreiche
Start-ups müssen nicht immer zwangsläufig aus San Francisco kommen. Geblickt auf unser Land kommen sie, und darauf sind wir ebenfalls stolz, oftmals aus Berlin. Aber sie kommen eben auch, und das macht eben auch glücklich, aus Saarbrücken, Jena und Worms. Ziel muss es sein, überall in Deutschland diese Innovativität zu bündeln und nach vorne zu bringen, weil die innovativen Unternehmensideen, unternehmerischen Ideen sind der Mittelstand von morgen. Um die neue Gründerzeit auf die Straße zu bekommen, sind Programme zur Förderung von Unternehmensausgründungen an Hochschulen und zur Stärkung des Wagniskapitalmarktes sicherlich die richtigen Mittel. Die Neugründung und Finanzierung der ersten Schritte ist dabei oftmals nicht das eigentliche Problem. Wichtig wird dann in dem Zusammenhang der weitaus kniffligere Schritt entsprechend positiv zu begleiten, und zwar der, wenn es in die Wachstumsphase geht, wenn eben der Unternehmer oftmals aufgrund einer zu geringen Unternehmenslebensdauer bisher keinen Kredit entsprechend gewährt bekommt. Hier müssen wir positiv auch weiterhin begleiten, und ausgezeichnet ist, dass hier mit einem 10 Milliarden Euro Fonds, der in Aussicht gestellt wird, genau diese Finanzierungslücke geschlossen werden soll. Wir brauchen neue Ideen, um weiterzukommen. Deshalb finde ich es auch an der Zeit, endlich auch wieder Zukunftsthemen innerhalb der Europäischen Union zu platzieren, wie beispielsweise die Digitalunion. Unter Strich muss es unser gemeinsames Interesse sein, die Gründer und kreativen Szene mit ihren immensen Potenzialen in Deutschland und in Europa zu halten und nach vorne zu entwickeln. Digitalisierung ist keine Bedrohung. Ja, Geschäftsmodelle müssen sich ändern, demografischer Wandel und ein verändertes Kundenverhalten sind Gründe dafür. Und besonders die Digitalisierung treibt den Wandel rasant voran. Aber einzelne Branchen werden dadurch einen echten Evolutionssprung erzielen. Auch davon bin ich überzeugt. Arbeitsplätze könnten durch digitale Arbeitsteilung und mobile Arbeitsformen auch vermehrt dort entstehen, wo Fachkräfte zu Hause sind. Im besten Falle also auch da, wo bisher weniger Unternehmen angesiedelt wird und die Arbeitslosenzahl tendenziell höher sind. Nicht nur als Abgeordneter eines ländlichen Wahlkreises, sondern eben auch als Berichterstatter für regionale Wirtschaftspolitik freue ich mich über die Chancen, die sich in diesem Zusammenhang ergeben, die insbesondere strukturschwächere Regionen in diesem Zusammenhang mitnehmen. Und auch da setzen wir im Unterausschuss, und dafür bin ich den Kolleginnen und Kollegen dankbar, die entsprechend richtigen Akzente. Denn dort, wo Menschen nicht das Gefühl haben, mitgenommen zu werden oder nicht das Gefühl haben, Teil einer Erfolgsgeschichte zu sein, entsteht entsprechend schnell die Gefahr, Demagogie zu folgen. Als Vertreter der jüngeren Generation, der in Frieden, Freiheit und Sicherheit wie selbstverständlich aufgewachsen ist, zeigt sich in Momenten wie diesen, wie großartig die Errungenschaften unserer Wiedervereinigung, aber auch unserer Europäischen Union waren und sind. Gemeinsam können wir jetzt die richtigen Weichen für die Zukunft und für die nachfolgenden Generationen setzen, und das tun wir auch. Dieser Haushalt trägt einen Baustein dazu bei. Ich finde, damit sind wir auf dem Richtigen, damit sind wir auf einem zukunftsfähigen und damit sind wir auf einem generationsgerechten Weg. Lassen Sie uns mit Mut, Haltung und Optimismus die Aufgaben der Zukunft gemeinsam angehen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Katharina Dröge erhält nun das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.